Die Zentropromenade kocht und wir schauen beim großen Schlemmer-Event in die Töpfe und Pfannen. An die Gabel, fertig, los! Was haben Sie schon alles gegessen? Naja, bis jetzt noch nicht ganz so viel. Ich habe mich bis jetzt auf einen Marido-Steak geeinigt. Haben Sie vor, noch mehr zu probieren? Auf jeden Fall. Und freuen Sie sich auf das Essen? Aber ja doch, sieht doch schon gut aus. Dann wünschen wir Ihnen einen guten Appetit. Danke. Was gibt es noch so Leckeres zu essen? Bei so einer Hitze braucht man erstmal eine kleine Erfrischung. Was gibt's denn noch so am Freitag? Wir fragen ihn mal. Ich habe erstmal nur als Gastkoch hier fungiert und zwar habe ich mit zwei Gastronomen von der Promenade gekocht. Und der erste, das war von dem griechischen Restaurant E.ON. Das war Lammfilet mit Stampfkartoffeln, also eigentlich griechisch untypisch, aber super lecker. Und jetzt habe ich gerade mit dem Restaurant Teatro gekocht und die haben einen mega Monster Schwertfisch mitgebracht. Dazu Garnelen und noch ganz tolle Pasta. Wir gehen immer dahin, wo gute Stimmung ist und viele Leute sind. Am Samstag haben wir ein tolles Programm, natürlich Nelson Müller mit der Watz zusammen, so ist der Pott. Dann haben wir tolle Künstler da, wir haben Familienprogramm da, Kinderschminken mit unserem Partner Mövenpick. Wir haben Künstler, Artisten, Gaukler, wir haben viele, viele leckere Sachen und natürlich die Kochshows auf der Bühne. Vielleicht auch mal mehrere Sachen probieren, also nicht immer nur essen gehen, einen Teller oder so, sondern auch mal hier von verschiedenen Ständen was Leckeres holen. Na, Hunger bekommen? Dann nichts wie hin, denn Samstag und Sonntag geht's weiter. Unter anderem mit den Starköchen Nelson Müller und Helmut Goethe. Lasst es euch schmecken!